Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir die Welt nach Schatztruhen abgesucht und haben nur bedingt gute Sachen bekommen. Ich bin in der Erdprüfung, weil hier ist ja noch ein Boss. Bams. Den habe ich mal kurz reingeluchst, um zu gucken, wie im Eimer wir sind. Und der Typ hat eine erschreckende hohe Angriffskraft von 10.000. Auf schwer immer noch, ja. Und... aber er hat nur, glaube ich, 15.000 KP. Und das ist schon wieder gut. Also mach mal jetzt hier ganz schnell, hoffentlich. Oh, der Büffelkopf. So, du bist schwach gegen Wind. Ist mir egal. Ich greife schön vom Weiten an. Weil er hat nur, ja, 15.000 AP und das haben wir schnell abgezogen. Es ist ein Kopf, hüte dich vor Lähmung. Mehr hast du nicht drauf, aber es stimmt, Lähmung ist furchtbar. Oder keine Lähmung, das ist ein banales Motto des Tages. Ja. Ich tue mir jetzt kurz und schmerzlos erledigen jetzt. Ja, wohl irgendwie zu schaffen sein. Ja, super. Da geht schon los. Aber ganz schnell kaputt hauen. Nein. Nein. Lass mich nicht vom Gegner erledigen, der nur 15.000 AP hat. Komm schon. Oh mein Gott. Was, wenn mich schon wieder kaputt hauen lässt, ne? Kannst du mal drauf gehen? Oh, schon locker 600 jetzt. Boah. 700 Erfahrungswerte hat's voll gebracht. Wir haben eine anomale Kugel bekommen, das ist schon mal was. Haben wir jetzt 28, da ist noch 6 Stück fehlen. 8 Stück meine ich. Ich habe nur 2 Gegner notiert, also 30 haben wir schon mal. Fehlen immer noch 6 danach. Vielleicht habe ich ja noch ein paar vergessen. So, wir haben ein Erfolgserlebnis, das ist schon mal gut. Über diesen Erfolgserlebnis machen wir jetzt weiter in der Story. Wo wir jetzt. Wo müssen wir überhaupt hin? Zur Glyphert-Senke, ne? Oder? Gute Frage, ne? Los, Lade bricht. Ja. Pff. Okay. Wie heißt der eine Wald nochmal? Ich spiele das Spiel ja nun seit ein paar Monaten oder so, ne? Wolgranwald, hier, Glyphert-Senke. So. Können wir die jetzt mal endlich mal betreten? Mir ist aufgefallen, wir sind jetzt schon so oft zur Glyphert-Senke gegangen, nur um irgendwie wieder gesidetrackt zu werden. Erst kommen diese einen Typen, die mir sagen, ja, Desel, ne? Was hatten die nochmal? Was wollten die nochmal? Keine Ahnung. Jedenfalls ist Desel deswegen gestorben. Weil wir das gemacht haben. Und dann sind wir wieder dahin gegangen, dann kam wieder ein Verletzter. Muss man uns um Lunar kümmern. Jetzt scheinen wir endlich mal da reinzugehen und jetzt voll die Action haben. Starten. Ah!
Was denn? Ach, nichts. Ja. Ist echt blöd sein, so ein normaler Soldat zu sein, ne? Weil man immer irgendwie von irgendwas anderem getötet wird. Ihr solltet lieber Hauptcharaktere werden, da seid ihr relativ sicher. Seid Hauptcharaktere. Keine normalen random Soldaten. Ja, das Viech sieht mir ungefähr 1000-mal gefährlich aus als Heldalf, also ja, könnte ein bisschen dauern, den zu erledigen, wenn wir immer wieder auf den draufhauen. Gut, ihr Nasen lässt mich jetzt gefälligst durch, ne? Danke. Was geht ab? Wie ist die Lage? Weil ich und finde es heraus. Verstärken sofort. Boah, das gibt's jetzt nicht, ne? Blöd, jetzt kann er nicht flüchten. Also hätte ich das gewusst, ne? Ich habe Schwierigkeitsgraden noch gerne, da hätten sich die Erfahrungspunkte gewesen gewohnt. Oh nein. So, gegen das Riesenviech kämpfe ich nicht, das ist mir zu groß. Tut mir mal leid, ja, aber ich bin auch nur ein Hirte. Ich kann auch nur so viel Großheit entfernen. Nee, für mich zu tust du nicht. Das ist der Face hier. Guck mal an, wie viel Erfahrung wir hier kriegen. 700. Nicht so viel. Und Edna ist in Mikleo drin. Das ist. Oh Mann. Okay. Was? Okay, das ist gerade passiert. Gut, den Monolithen haben wir schon, ne? Ja. Ja, war das? Wer war überhaupt dieser eine Typ, der sich in dem verwandelt hat? Sollte ich den kennen? Der kam mir jetzt nicht bekannt vor. So, wir sind Level 70, die 65, das ist doch schon mal gut. Veteranium, ehrlich? Soll vielleicht Leila ins Team nehmen mit ihren riesigen Artangriff? Wäre, glaube ich, gut. Leila. Puste die Gegner mit deinem Artangriff weg. Oh Gott, gegen die möchte ich nicht kämpfen. Ja, als ob ich eine Wahl hätte, ne? Boah, wenn ich das schon höre, ne? Geh mir weg mit teleportierenden Gegner. Alter, Tales of Grace F. Besser in dem verdammten. Boah, wie ist der? Warte nochmal, der hieß der Bonus dann nochmal. Der Zonenkäfig. Denn auch an einigen Orten diese komischen Geistviecher immer auftaucht, die sich teleportiert haben. Die gelaufen nerven. Ja, ich glaube, ihr Artangriff ist sehr hoch und sehr stark. Ja. Sehr gut, nein, geh weg. Oh, wir waren ja noch nie. Okay. Wupp. Hier schon wieder so ein zerstörtes Dorf. Warum freut ihr euch denn dann so? Ich weiß, dass die sich nicht freuen, aber es hört sich verdammt nochmal so an. Ja.
Ja, der riesige Schaden merkt man schon. Jetzt sind 800 Art Angriff. Okay, hat eine Chance dagegen. Oh Mann. Ich tue übrigens auch die ganzen Art Angriff Kräuter nur Layla geben. Also alles, was Art Angriff gibt, also den Kräutern, gebe ich immer Layla. Wenn sie noch stärker wäre. Und da mal ein Schwert, das ich noch nicht kenne. Kalibonus. Viel Normalangriff ist gut, aber ich hätte gerne ihn hier ausgeglichen. Weil ich nicht immer nur mit Art Angriff angreife, gucke ich mal den Teil an. Und mal so ein Schwert noch meinen Schwanz, ein schönes Breitschwert. Ach ja, übrigens, das habe ich auch noch als Notiz gehabt hier. Ich habe noch eine Kampfregel hier freigeschaltet. Wenn ich jetzt nur wüsste, welche. Die ich bekommen habe, indem ich irgendwie 100 Treffer bekommen habe. Hier, die, glaube ich. Deswegen eines mystischen Arzt mit 30 oder mehr Treffern verringert die benötigt SA für jede Figur um 1, jedoch nur ein einziges Mal. Habe ich bei 100 Treffern bekommen. Und ja. Da wo ist denn das hier mit Dingens? Verringert bei Abwehr die Wahrscheinlichkeit, dass du angegriffen wirst. Okay. Das liegt wahrscheinlich daran, dass mich meistens die Bosse hier ignorieren. Weil da wird langsam nervig in den ganzen Bosskämpfen, immer den Bossen hinterher zu rennen, weil die irgendwie ganz offensichtlich von mir wegrennen. Jetzt weiß ich, woran das lag, meine Güte. Sehr ein Ding falsch verteilen und dann klingelt natürlich alles. Weil ich kann zwar nur auf mich aufpassen, meine computergesteuerten Kameraden allerdings nicht. Ich meine, ich verreck auch, aber meine anderen Charakter tun leichter frecken. Das geht dir. Du bist der Finster Turtles. Was? Von was? Mach's weg. Ich weiß gar nicht, wie viele Erfahrungspunkte ich krieg. Gar nicht drauf geachtet. Na? Oh. Das war cool, wie viele Erfahrungspunkte ich krieg. Ich mach jemanden heilen. Fettner, danke. Weit von mich, oder? Dankeschön. Ja gut, lässt Sorge machen. So, darf ich jetzt in Ruhe mit dir mal sprechen. Die Schlacht ist ziemlich riskant. Wenn wir beide sie überleben, sollten wir uns einer treffen. Vorstellung vielleicht? So, bei dir habe ich noch ganz schön wenig. Levelmäßig. Level ist nicht gut. Aber bei dir sollte ich schon viel mehr haben. Lass mal ändern. Was habe ich hier wieder für eine doppelte Sache? Damit. Weg da. Damit. Damit. Oh Mann. Geniestab. Hatte ich doch schon. Steht denn da neu? Mal verkauft? Keine Ahnung. Ah, ich krieg dein Level nicht hoch. Ja. Mann. Oh, leck mich doch. Oh, da müssen wir hin.
Wow, das Viech ist ja sehr viel kleiner. War aber vorhin größer. Ja. Jetzt kommt die große Reue. Boah, weil ich die nicht von hinten öffnen konnte, ne? Oh Mann. Über abwehren, gib mal auf mich los. Aber werde ich eigentlich erledigen können. Direkt der nächste. Ah, ich habe schon. Okay. Also lass mich dich erstmal da weglenken. Da wäre das so ein Zombie drin, ne? Süß oder süß? Stimmt, ja, wir kämpfen dann jetzt zum ersten Mal, wenn man hier den Bruder von Edna mal absieht, von dem wir mal geflüchtet sind, von dem wir mal versucht haben zu bekämpfen. Kämpfen wir jetzt eigentlich zum ersten Mal gegen einen echten Drachen, einen ausgewachsenen und nicht gegen irgendeinen jungen Drachen. Das könnte heftig werden. Ich weiß, wir müssen nicht hier lang, aber... Und da kommen wir auch rein. Und da ist noch ein anderes Gebiet, sehe ich gerade. Stimmt, das ist ein Drache. Kann sogar hier raus. Okay. Ah, ich kann ja wieder nicht durch, ehrlich. Gut, dann machen wir den Dach platt. Spielen wir einen auf Dragon Slayer. Nein. Okay. Für die Serie auch nicht gut. Ganz ehrlich sagen. Aber ich mag die Musik von Telltale. Das kann ich sagen. So, der Stein sieht verdächtig aus, ist aber wahrscheinlich nicht. Leute, ihr Blöden. Wenn die unsichtbar sind, schneller. Ich meine, unsichtbar werden ist ja eine Sache, aber schneller werden, das ist schon direkt der nächste. Das hat mich da einfach hin, danke. Ah, schön die Gegner ignorieren. So, gut. Komm her. Er war aber viel größer. So, was packen wir uns denn rein? Fokus. Also nicht, ja, mach mal das. Fokus ist auch nicht schlecht. Ein AP hoch ein. Mal voll, nein, egal. Boah, was ist mit dem los? Na, bist du geschrumpft? Ja, aber der Geil. Dragon. Irgendwie nicht. Ach, ihr Typen, euch gibt's ja auch noch. So. Meine Güte, was hat das für eine Musik? Richtig geil.
一体何が起こっている？ドラゴンと戦ってるんだ。スレイが。Ja, das jetzt. Okay. Mein Gott, Level 80. Ein Dachen. Nein, wir müssen. Nein, ich muss es tun. Irgendwie kommt es mir so vor, als wären Edna und Save bzw. Desel immer ein bisschen außen vor. Immer sind die vier irgendwie in den Cutscenes. Da bin ich mir nur ein. Oh, okay. Wo ist der Zahn bis jetzt? Hat er bis jetzt überhaupt angegriffen? Nee, ne? Der ist betäubt, oder? Mein Gott! Der hat mich gar nicht angegriffen! Was war das für ein antiklimatischer Kampf? Beschissenster Drachenkampf aller Zeiten bis jetzt. Ah, jetzt war's halt da. Shibutoi. Kegare o tabete iru no desu. Jibun o osoreru ningen tachi no. Sasuga tachi ga warii.勝てないのか。どうしの力をもってしても立ってるだけでも奇跡だ。Na, schon wieder die vier. Zur Welt war schon wieder weg. なんで戦えるんだ。これがどうしか。ね、な。違う。So, komm her. So, gegen was Wind. Naja. Komm ich bitte nicht mit einem Schlag weg, das wäre jetzt voll doof. Von dir. Ich strenne den Schwanz ab und bekomme dadurch eine Waffe. Falsches Spiel, ich weiß. Das meine ich. Den interessiert. Ich interessiere den nicht. Ich baller auf den die ganze Zeit drauf, ne? Der dreht sich nicht zu mir um. Ja, jetzt kommt der, ne? Ich kann auf den drauf prügeln, wie ich will. Der geht nicht auf mich los. Oh Gott. Jetzt geht's auch nicht los, danke. Oh. Okay, irgendwas stimmt in letzter Zeit mit meinen Charakteren nicht. Mein Edna ist bei Rose. Eine Verbindung. Die sind doch in Verbindung. Die müssen eigentlich eine riesige Verteidigung haben. Ah, versuch mal was anderes. Oh, muss ich jetzt paralysiert sein, ehrlich? Ich kann mich nicht heilen, warum nicht?
Wieso? Weil ich paralysiert bin oder was? Was ist das für ein blöder Zustand? Oh. Ja, das gibt's doch nicht. Boah, was zum Teufel? Jetzt ehrlich. Ich kann keine Items auf mich einsetzen. Ich kann mich nicht. Den ganzen Tag. Das ist auch voll kacke. Was ist das für ein Zustand? Was ist denn los? Vorhin habe ich den voll gekettet und jetzt nicht mehr, oder was? Ich kann doch jetzt nicht so viel stärker geworden sein. Konzentrator. Na komm her. Oh. Ich bin ein Kampf. Okay. Weil eigentlich Edna war schön weit entfernt, aber anscheinend wieder nicht. Ich bin schon wieder gelähmt, ich krieg die Krise. Ich bin Level 70, ne? Ich möchte. Und dieser R2-Angriff klappt nie, wenn ich ihn brauche. Ich hätte ihn jetzt einsetzen können, ne? Voll Schaden machen können, aber nö. Nichts klappt nach gar nicht. Oh, danke. Hier sind wir etwas Schaden. So, ich sehe doch schon, ja, du Freak. Dann sind wir wieder betäubt. Okay, sehr gut. Und wie es nach diesem Kampf hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.